Mein Rasenmähermesser ist stumpf. Ich zeige dir daher, welche Möglichkeiten es gibt, das Messer zu schärfen, wie ich es mache und welcher Winkel optimal ist. Um ein sauberes Schnittbild zu haben und den Mäher nicht unnötig zu belasten, muss man das Rasenmähermesser regelmäßig schärfen. Ich mache das meistens zweimal im Jahr. Aber warum wird das Messer überhaupt stumpf? Zum einen durch den Rasen selbst, zum anderen aber auch durch Steine und kleine Hölzer. Eine saubere Schnittkante ist aber wichtig, weil mit stumpfem Messer der Rasen ausfranst. Das sieht man hier am Grashalm rechts ganz gut. Links der sauber abgeschnittene Rasenhalm. Im Grunde wird der Rasen aber auch nicht geschnitten, sondern eher abgeschlagen. Also muss das Messer vom Rasenmäher auch nicht so scharf sein wie ein Küchenmesser. Gerade wenn der Rasen sehr dicht ist, und das gilt vor allem für Elektromotoren, die schnell an ihre Grenzen kommen. Meinen Erfahrungen nach reicht es auch völlig aus, das Messer zweimal im Jahr zu schärfen. Man kann auch nicht ständig neue Rasenmähermesser kaufen. Immerhin kosten die 15 bis 40 Euro, je nach Modell. Für den Ausbau legt ihr euren Rasenmäher zunächst einmal auf die Seite. Ich habe hier ein Elektromäher, da ist das egal auf welche Seite. Wenn ihr ein Benzinrasenmäher habt, dann legt ihn so rum, dass der Filter nach oben zeigt. Sorgt dann dafür, dass der Rasenmäher nicht versehentlich eingeschaltet werden kann. Zum Rasenmähermesser ist zu sagen, dass es aus weichem Stahl besteht. Wäre es aus hartem Stahl, würde das Messer brechen können, wenn es auf einen harten Gegenstand wie einen Stein trifft. Jetzt möchte ich das Rasenmähermesser ausbauen. Dazu muss die Schraube hier gelöst werden. Im besten Fall nehmt ihr dafür die passende Nuss, um die Schraube nicht zu beschädigen. In meinem Fall ist das aber so eine große Schraube, für die ich keine passende Nuss habe, daher verwende ich die Wasserpumpenzange. Beachtet die Drehrichtung und wendet nie zu viel Kraft an. Bei mir sieht man an dem Schraubenkopf bereits erste Abnutzungsspuren durch die Zange. Ich stelle hier also die Wasserpumpenzange einmal auf die richtige Größe ein, setze an und mit einem kräftigen Schwung ist das Rasenmähermesser auch schon gelöst. Die Schraube kann dann entfernt werden. Dann kann ich auch schon das Messer abnehmen. Falls ihr denkt, dass die Schraube bei euch fest sitzt, dann prüft wirklich nochmal, dass ihr in die richtige Richtung dreht. Das passiert nämlich einigen, wie ich ihn vorhin lesen konnte. Die Schraube würde ich ansonsten wieder reinschrauben, um sie nicht zu verlieren. Das erste, was man jetzt machen kann, ist das Messer zu reinigen. Dazu entfernt man Grasreste und Erde. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Schärfen. Die erste Methode, die ich euch vorstelle, ist eine Werkstattfeile. Das ist eigentlich auch die günstigste Methode, da sie jeder da hat. Die Werkstattfeile nutze ich ebenfalls immer im ersten Schritt. Und zwar schaue ich nach stärkeren Beschädigungen an der Schneidkante. Hier habe ich scheinbar einen Stein erwischt. Daher feile ich zunächst an der Unterseite überstehendes Material ab. Die Werkstattfeile hat den Vorteil, dass man sehr kontrolliert arbeiten kann. Meist reichen einige Hiebe auch schon aus. Das Messer habe ich jetzt umgedreht und zeige euch einmal kurz, wie ich es mit der Feile schärfen würde. Hierbei möglichst gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite die Kante abziehen. Das gleiche macht ihr dann mit der anderen Seite des Rasenmähermessers. Ein weiterer Vorteil der Methode ist, dass der Stahl hier nicht übermäßig erhitzt und nicht zu glühen beginnt. Hier seht ihr auch schon die zweite Methode, der Doppelschleifer. Das ist auch mein Favorit, wenn es darum geht, das Messer zu schärfen. Allerdings gibt es hier zwei Probleme, dazu aber gleich mehr. Zunächst hat der Doppelschleifer zwei Steine. Der weiße ist für hartes Material und der schwarze Schleifstein für weiches Material, also für unseren Rasenmähermesser. Zum Schleifen ziehe ich natürlich Schutzbrille und Gehörschutz an und es kann losgehen. Beim Schleifen müsst ihr mal selbst schauen, ob ihr die Auflage nutzt oder das freihand macht. Da das Messer eine Rundung hat, bevorzuge ich eigentlich eher die Methode ohne Auflage. Man sieht im Video auch, dass es wegen der Auflage etwas holprig wirkt. Achtet beim Schleifen darauf, keine Kraft aufzuwenden. Bleibt auch nicht lange auf einer Stelle, da sonst das Metall zu heiß wird. Das Ergebnis gefällt mir ganz gut. Und das Messer ist auch nicht heiß geworden. Die nächste Methode zum Schärfen ist der Winkelschleifer. Den haben die meisten von euch zu Hause. Allerdings solltet ihr auf keinen Fall eine einfache Trennscheibe nehmen. Stattdessen gibt es solche Fächerscheiben oder auch Schrubbscheiben. Die sind geeignet zum Schleifen und Polieren von Metall, Stein, Holz und vielen anderen Materialien. Solche Fächerscheiben nutze ich auch ganz gerne zum Entrosten, zum Glätten oder auch zum Polieren. Zunächst wird aber mit einer Schraubzwinge das Rasenmähermesser an der Oberfläche fixiert und dann kann ich auch halt bequem arbeiten. Falls ihr es noch nicht habt, dann holt euch unbedingt einen Winkelschleifer mit Geschwindigkeitsregelung.
Ich mag die Funktion und nutze sie auch immer wieder. So auch hier beim Schärfen, weil ich die Drehzahl auf das Minimum herunterstellen kann. Ja, ansonsten ist das keine große Wissenschaft. Beim Schleifen fahre ich mit dem Winkelschleifer im richtigen Winkel möglichst gleichmäßig die gesamte Schneidekante ab. Dann wird das Rasenmähermesser gedreht und auch die zweite Seite geschliffen. Das Metall ist nicht heiß geworden, also alles gut. Eine vierte Methode zum Schärfen gibt es auch noch, ein Bandschleifer. Ich habe noch keinen, daher hier ein symbolischer Aufbau. Wegen der Breite des Schleifpapiers kann ich mir vorstellen, dass man abgerundete Rasenmähermesser damit nicht gut schärfen kann. Daher kann ich das nicht am Bandschleifer empfehlen. Egal wie ihr geschliffen habt, ihr solltet danach immer die Unwucht prüfen. Die kann entstehen, wenn ihr ungleichmäßig geschliffen habt. Dazu nehmt ihr einen Schraubendreher oder was auch immer ihr da habt und hängt das Messer so auf. Ja, bleibst du jetzt stehen? Genau, so sollte es ausbalanciert bei euch stehen bleiben. Gebt das Messer zu einer Seite, heißt das, dass ihr diese Seite nachschleifen müsst. Unwucht führt dazu, dass der Motor oder Lager belastet werden. Der Rasenmäher geht im schlimmsten Fall sogar kaputt. Eine Sache gibt es noch zu tun. Auf der Rückseite ist ein Grat entstanden. Den kann man mit dem Finger gut fühlen. Die Werkstattfeile hilft, diesen zu entfernen. Dazu von der anderen Seite ein- bis zweimal drüber fahren. Lasst ihr den Grat am Messer stehen, so führt dies zu einem unsauberen Schnittbild. Das Gras wird nicht sauber abgeschnitten, sondern zerfranst eher. Dies kann zu einer braunen Färbung des Rasens führen und erhöht außerdem noch das Risiko für Rasenkrankheit. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie scharf das Messer ist. Es ist zwar nicht so wichtig wie beim Damastmesser, aber hier noch der Test mit dem Papier. Die Schärfe reicht für das Rasenmähermesser völlig aus. Übrigens beträgt der optimale Winkel 30 Grad, aber es muss auch nicht so genau sein wie beim Schärfen vom Metallbohrer. Das Video zum Schärfen der Metallbohrer habe ich euch hier verlinkt. Noch eine Sache, solche Macken schleife ich nie aus, da würde ich jedes Mal sonst zu viel Material abtragen. Also egal, abschließend möchte ich das Rasenmähermesser wieder einsetzen. Dabei darauf achten, es richtig rum einzusetzen, wobei man zumindest bei meinem Modell keinen Fehler machen kann. Den Drehteller vorher auch nochmal reinigen, damit nichts beim Einsetzen stört. Bei mir sieht man hier rechts das Loch mit dem vollständigen Kreis und links den Kreis mit dem fehlenden Teil. Jetzt kommt die Schraube noch drauf. Die soll man auch nur handfest anziehen und dabei auf jeden Fall die Bedienungsanleitung beachten. Bei mir steht beispielsweise drin, dass mit einem Drehmomentschlüssel mit 25 Newtonmeter angezogen werden soll. Die Schraube kann sich aber auch nicht lösen, weil die Drehrichtung extra so gewählt ist. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit meinen Tipps dabei helfen konnte, das Rasenmähermesser zu schärfen. Schreibe mir gerne rein, wie du das machst und vor allem, wie oft du das Messer im Jahr schärfst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende geschaut hast. Abonniere gerne den Kanal, wenn du mehr nützliche Tipps rund ums Haus sehen möchtest.